wo der Virus da war, unser erster Gedanke war, sofort das Restaurant zu schließen. Und mein zweiter Gedanke war, die Leute versuchen mit allen Mitteln, wo wir seit Jahren die Stange halten, zu halten. Die einzige Möglichkeit war, durch unser Abhol- und Lieferservice das Ganze zu versuchen, ein bisschen aufzubauen mit Werbung. Das haben wir auch sofort gemacht, mit Flyer verteilt und Werbung im Amtsblatt und Facebook und so weiter. Also selbstverständlich haben wir müssen alle Feierlichkeiten, wo schon Jahre im Voraus gebucht waren, sprich Kommunionen, Konfirmationen und jede Menge von Geburtstag ab 50, 60 Personen und davon in die ersten drei Tage, wo mir zugehört haben, habe ich 18 Stück absagen müssen. Das Personal ist das gleiche geblieben, also für mich war das keine Überlegung, da ja die Gastronomie sowieso zu einer von den Jobs gehört, wo schlecht bezahlt sind, war für mich keine Frage, die Leute so weit, so lange wie es nur geht, zu behalten und nicht nach Hause zu schicken. Zum Glück aus verschiedenen Richtungen ist Hilfe gekommen, aus verschiedenen Institutionen, und manche haben gesagt, wir tun die Beiträge Stunden auf drei Monate, und das war eine große Hilfe in dem Moment. Aber das größte Problem wird sein, dass diese Beiträge logischerweise im Juni dann komplett fällig werden, und bis jetzt ist noch keine Aussicht auf normale Öffnung, auf Feiern, auf Feierlichkeiten, auf Geburtstag und. Und nach 30 Jahren Höhe und Tiefen zum ersten Mal bin ich machtlos und weiß nicht genau, wie das weitergehen soll. Seit einer Woche ist das Restaurant unter Auflage wieder geöffnet. Selbstverständlich halten wir uns an alle Auflagen. Aber das Problem ist, dass wann bald keine Normalität einkehrt, dass uns nichts anderes möglich bleibt, wie das Lokal zu schließen, weil die Abrechnung wird immer Ende des Jahres gemacht. Und dieses Jahr sind schon die ganze Ostergeschäfte weggefallen, sprich Kommunion, Konfirmation. Dann sind verschiedene Geburtstage ausgefallen. Jetzt schon fällt uns jede Menge Umsatz. Und wenn das weiter so geht, dann fällt uns die Kerbeumsatz, dann fällt uns die ganze Weihnachtsfeierumsatz. Und wie gesagt, am Ende des Jahres fällt dann ca. 60-70% vom Umsatz, und das ist einfach bei gleichen Kosten nicht zu stemmen. Das Problem von der Gastronomie ist, ob wir jeden Tag 20 Essen verkaufen oder 100, die Kosten sind die gleiche. Das Personal ist immer da und wir sind immer da und die Kosten sind die gleiche. Der Kontakt mit dem Sportverein Miesenbach, nachdem ich seit 30 Jahren hier Wirt bin, das ist schon lange keine Geschäftsbeziehung mehr, sondern das ist für beide seitig wie eine riesengroße Familie, wo wir uns gegenseitig, wo es nur geht, helfen. Und mit Vorstand, das ist selbstverständlich, jede zweite Tag spätestens, entweder rufe ich ihn an oder er ruft mich an, gerade zu Zeiten, wo der Kontakt immer ein bisschen nicht so ist, wie es sein soll, aber wir telefonieren oft und sehen uns oft, und wie gesagt, das ist wie eine riesengroße Familie. Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich vom ganzen Herzen beim Sportverein, Freunde und Bekannte, Kunde,
Gästen und vor allen Dingen bei meiner Familie bedanken für die Unterstützung von den letzten 2-3 Monaten. Und ich hoffe, dass wir bald wieder zusammen hier Feste feiern können und das Ganze vergessen und sagen können, das war einmal Corona.